Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use Tool für die Tutorials. Und für die Autoteile ist die Mr. Auto App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest das im Video verwendete Bolk AGR-Ventil exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube. So kannst du das AGR-Ventil sehen, das sich unter verschiedenen Leitungen und Schläuchen befindet. Es gibt eine Reihe von Symptomen, die mit einer Panne des AGR-Ventils zusammenhängen. Leistungsverlust, Injektionsprobleme, Fehleranzeigen. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir dir, die Batterie abzutrennen. Dazu empfehlen wir dir, unser Video Batteriewechseln Qashqai 2 1.6 DCI anzuschauen. Um zu deinem AGR-Ventil zu gelangen, musst du verschiedene Elemente entfernen. Löse zuerst die Befestigungsschraube am Lufteinlasskanal mit einem 10er Inbusschlüssel. Löse die mittlere Halteschraube des Kunststoffluftkanals mit Hilfe einer Ratsche und einem 10er Einsatz. Schraube dann mit demselben Werkzeug die Halteschraube der Metallplatte, die die elektrische Hülle hält, ab. Löse die Metallplatte mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers von der elektrischen Hülle. Löse mit einem 7er Maulschlüssel die Schelle, die die Plastikleitung mit der Gummileitung verbindet. Ziehe die Plastikleitung von der Gummileitung ab. Trenne die einzelnen Luftschläuche von der Kunststoffleitung ab. Nimm dir einen Steckschlüssel, eine Verlängerung und einen 10 mm Einsatz und schraube die Mutter von der Metallplatte ab, die den Kunststoffluftkanal hält. Ziehe sie dann zurück. Löse mit einem Flachschraubenzieher die Metallklammer, die den Kunststoffkanal hält, und knicke ihn ab. Entferne die Leitung. Um zu vermeiden, dass Schmutz in den Kanal gelangt, stopfe einen Lappen rein. Löse mit einer Ratsche und einem 10er Einsatz die Schraube, mit der das schwarze Gehäuse an der Metallplatte befestigt ist. Löse dann mit demselben Werkzeug die Halteschraube der Metallplatte. Du kannst die Schraube mit Hilfe eines Magneten leichter herausziehen. Jetzt kannst du das Ganze manipulieren und mit Hilfe einer Spitzzange die Plastikklammer des schwarzen Gehäuses von der Metallplatte abklipsen. Löse auch den Dieselschlauch ab. Du kannst nun den Metallmeißel entfernen. Du kannst nun das AGR-Ventil entfernen. Trenne die Stromzufuhr zum Ventil. Drücke dazu auf die Plastiklasche. Löse mit einem Steckschlüssel, einer Verlängerung und einem 10 mm Einsatz die erste Halteschraube des AGR-Ventils. Mache dann das Gleiche mit der zweiten. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stammen von unseren vertrauenswürdigen Partnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Das AGR-Ventil ist sehr schwer zu entfernen, da es durch Ruß verkorkt ist. Verwende ruhig einen Plastikhammer, um das AGR-Ventil um die eigene Achse zu drehen und es so zu lösen. Je nachdem, wie verschmutzt dein Ventil ist, kann dies einige Minuten dauern.
Du kannst auch eine Schraube in das Gewinde neben dem Durchgang für die Halteschraube des Ventils drehen, wodurch das Ventil aus seiner Position herausgezogen wird. Um das Ventil richtig ausfahren zu können, muss eine Steckdose, die sich direkt über dem Ventil befindet, abgetrennt werden. Trenne sie mit einem Schlitzschraubendreher und entferne sie dann. Du kannst nun das AGR-Ventil entfernen. Entferne die Metalldichtung und reinige die Stelle, an der das Ventil sitzt, mit einem Tuch- und Nagellackentferner. Du findest die im Video verwendeten Bulkteile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Setze das neue AGR-Ventil ein und schraube die beiden Halteschrauben des Ventils wieder ein. Schließe den elektrischen Anschluss des Ventils wieder an. Verbinde den Stecker, den du herausgezogen hast, wieder, um das Entfernen des Ventils zu erleichtern. Bringe die Halteplatte des schwarzen Gehäuses wieder an und klippe dann das Gehäuse und den Dieselschlauch ein. Schraube die Metallplatte wieder an. Schraube dann das schwarze Gehäuse wieder auf die Metallplatte. Entferne das Tuch aus der Leitung. Führe die Plastikleitung wieder in die Gummileitung ein. Klemme die Luftschläuche wieder an. Schachtel sie dann an der Metallklammer neu ein. Bringe die Metallplatte, die die Leitung hält, wieder an und schraube die Mutter der Metallplatte wieder fest. Schraube dann die Haltemutter der Leitung wieder fest. Stecke den Luftschlauch wieder auf das Metallrohr. Bringe die Halteschraube wieder an der Leitung an. Schraube die Leitungsschelle wieder fest, klemme die Metallplatte, die die elektrische Hülle hält, wieder ein und schraube sie fest. Du kannst die Batterie nun wieder anschließen. Vorgang beendet. Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke!